Moin, moin, liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2018. Ja, ich habe jetzt mal den Einstellungen die Soundeffekte etwas runtergestellt. Gibt leider keine detaillierten Einstellungen, nur allgemeine Masterlautstärke so ungefähr und die Musik. Aber ich hoffe mal, es hat sich jetzt gebessert. Ja, klingt schon mal deutlich leiser. So, die erste Folge der Session hatten wir ja wieder mit einem kleinen Besuch auf dem Schrottplatz verbracht. Jetzt aber werden wir uns mal dem Auto hier zuwenden. Schließlich können wir doch einiges davon garantiert schon reparieren. Okay, der hat keinen Kotflügel in dem Sinne. So, karosserieseitig ist, glaube ich, alles draußen. Ja, sollte eigentlich. So, dann geht's dem guten Stück jetzt mal an die Räder. Wo, wie schnell sind die Schrauben denn rausgegangen? Wusste gar nicht, dass das so schnell ging. Na gut, ich habe auch lange nicht mehr gespielt. Oder irgendwie hat das Spiel vielleicht gehakt. Wo ich in der vorherigen Folge gesagt habe, ich werde vielleicht einen Stream von Borderlands starten. Da muss ich erstmal noch schauen, ob die ganzen Einstellungen, die ich so habe, auch optimal sind. Oder ob man da nicht noch was verbessern kann. Weil ich will ja auch gewisse Qualität abliefern. Naja, die Motorabdeckung müssen wir noch wegnehmen. So, dann gehen wir erstmal noch hier ran. Raus, raus, raus. In der Zwischenzeit hatte ich mich noch nicht weiter erkundigt wegen, ich sag mal, Quellen für gute Synthwave bzw. Outrun-Musik gekümmert und naja, scheint aber wahrscheinlich doch nicht so einfach zu sein, weil der Nana, der ist bei einer anderen, ich sag mal, kleineren Gruppe mit drin. Der René aus der Gruppe, der hatte gesagt, ich soll mal bei einer Website nachschauen, aber da habe ich auch nicht wirklich was gefunden. Beziehungsweise vielleicht sind meine Ansprüche auch die falschen. Also Ansprüche in dem Sinne, ich will nicht jetzt für jeden Song hier, keine Ahnung, $5 bzw. 5 Euro ausgeben. Da bezahle ich mich auch dumm und dämlich, wenn ich hier eine gewisse Vielfalt an Musik haben will. Aber trotzdem, ein bisschen was mehr als von Joel Stute muss es schon sein. So, können wir noch was abbauen? Den können wir nicht abbauen. Nein, nein, nein. Ach, hinten haben wir noch. Und ich sag mal so, sich nebenbei, neben Arbeit, Privatem und YouTube noch hinzusetzen und ein bisschen Musik selbst zu komponieren, nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise würde ich Ewigkeiten brauchen, bis ich mal einen fertigen Song habe. Ja, ich muss mal bei dem Spiel sagen, wenn man jetzt Schrauben anvisiert, dann hockt das Spiel doch noch ein bisschen. Na gut, aber wenigstens läuft es, sagen wir mal, butterweich in dem Sinne. Kommen wir nicht ran, kommen wir nicht ran. Da aber. Da kommen wir nicht ran. Das heißt, wir können nur noch hier drüben das abbauen. Dann müssen wir die Hebebühne einmal anheben. Apropos allgemein Hebebühne und Werkstatt. Ich wollte endlich mal meine Winterreifen wechseln auf Sommerreifen. Wurde auch Zeit. Ich habe es jetzt schon zu lange hinausgezögert. Beziehungsweise war vor 2,5 Wochen noch so ein schlechtes Wetter, wo man sagen konnte, ich lasse mal lieber drauf, nicht, dass es nachts doch noch mal schlechter wird. Dass die Temperaturen zu weit runtergehen. Ja, die Woche drauf habe ich dann das komplett verschlafen, beziehungsweise nicht gleich dran gedacht. Und Anfang der Woche hatte ich dann doch noch dran gedacht, einen Termin fertig zu machen. Das war dann zum Glück diese Woche. Aber
das Problem ist, in der Werkstatt sagten sie mir, dazu muss ich sagen, das ist eine ganz kleine Werkstatt, privat geführt, beziehungsweise, ja, eigentlich kann man schon sagen, privat geführt, dafür aber auch offizielle Werkstatt und auch offizieller Händler von Fiat. Denn den Lancia, den ich habe, der ist damals, ja nicht nur damals, obwohl, na gut, hinher, Mann, kommt zum Wort, Enno. Lancia gibt es ja, glaube ich, in dem Sinne nicht mehr, wurde ja, glaube ich, dicht gemacht oder produziert zumindest nicht mehr für Europa. So, und gehört jetzt zu Chrysler. Das heißt, neue Lancia-Modelle wird es nicht mehr geben. Die werden jetzt alle unter Chrysler vermarktet. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir, wenn mein Auto dann nicht mehr durch den TÜV kommt, denn das wurde ja gesagt in der Werkstatt, ob ich mir dann nochmal einen Lancia hole oder was anderes. Aber das wird erst ein Thema sein, wenn der TÜV sagt, das war's mit dem Auto. Weil langsam setzt vorne am, hier im Spiel heißt es, oder wie heißt es hier im Spiel? Ah, das sieht man gerade nicht. Ich glaube, das war der Axtträger, wie es hier genannt wird. Der soll wohl langsam anfangen, Rost zu bekommen. Und ja, das ist nicht gut. Das ist ein tragendes Teil. Wenn der rostet, na dann, gute Nacht. Nicht, dass ich unterwegs einen Motor verliere, so ungefähr. Ich habe das schon mal geschafft, dass mir der Auspuff halb herabhing. Wobei, gut, da war ich nicht selbst dran schuld, da war einfach die Halterung weggegammelt mit der Zeit. Aber man muss ja nichts riskieren. Denn auch im Straßenverkehr gilt, wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens, Sicherheit geht vor. So, den Motor haben wir jetzt fast komplett ausgebaut. Nur noch die Kolben. Dann den Wagen noch einmal hochsetzen. Unten die Kurbelwelle rausholen. Dann das Auto nochmal ablassen. Und dann den Motorblock komplett herausnehmen. So, damit war es das jetzt für das gesamte Fahrzeug. Ja, sehe ich da noch was? Nee. Gehören die Auspuffblenden hier wirklich zum Fahrzeug selbst dazu? Scheint so. Es wird hier nichts mehr angezeigt. Rücklicht, Heckklappe links. What? Montage Innenraum, Montage von Karosserieteilen. Hä? Wo soll hier noch was sein? Ach, das Lenkrad wird das Rücklicht bezeichnet. Na gut. Je nachdem, wie die Modder das einstellen, ist das halt so. Gut. Jetzt tun wir erst einmal die Batterie laden. Das Gute ist, hier im Spiel kann man die Batterie laden, egal welchen Zustand sie hat. Selbst mit 1% könnte man sie noch hinkriegen. So. Innenraum Pflegeausstattung kommt zur Hebebühne 1 und das Schweißgerät kommt zur Hebebühne 1. So, jetzt schauen wir mal. Der Wert liegt bei knapp 600. Jetzt sorgen wir erst einmal Innenraumpflege für einen Huni und schon liegt er bei 1900. Ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Gut gepflegter Innenraum macht schon viel her, auch beim Preis. Und jetzt sollen wir nur noch Gerät benutzen für ein Tausender und schon sieht die Karosserie wieder ganz gut aus. Und wir liegen bei glatt 3000, hat sich also alles amortisiert. Natürlich am meisten die Innenraumpflege wegen den geringen Einsatzkosten zurück. Und auch hier sollen wir zurück. Die Batterie dürfte mittlerweile voll sein. Yep. Und einbauen. Halt. Bei den Federn können wir erstmal nichts ersetzen, glaube ich.
Demontage für den Reifen. Die Felgen könnten wir vielleicht noch reparieren. Vielleicht. Na komm. Ach stimmt, ja, ich brauche den kompletten Reifen, den neuen. Ich wollte gerade die Felge ohne Reifen wuchten. Eieiei, ich habe eine ganz schöne Unwucht hinter der Sturmplatte, wenn ich sowas versuche. Na komm, wir warten erstmal, bis die Reifen von den Felgen runter sind. Dann machen wir in einem Ritt die gesamten Reparaturen der Teile. Geht die auch flott. So, jetzt drückt die Daumen, dass die 6.500, die wir haben, für die Teile reichen. Auch da habe ich schon gehört, ist was zu Bruch gegangen. Ich habe die Augen natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, geschlossen. Auch noch ein Teil. Na komm, sind wir nicht langsam fertig? Wir sind doch nicht mal bei Modo angelangt gewesen, oder? Oh. Ich habe nicht die passenden Ersatzteile. Okay. Alles, was wir reparieren konnten, ist repariert. Ihr habt vielleicht gesehen, was kaputt gegangen ist und was nicht. Komm, bitte der Motor. Ach, Mist, ein V8-Motor haben wir nicht reparieren können. Na gut, dafür war auch zu schlecht im Zustand. Dafür immerhin die Luftfiltergehäuse. Kleiner Trost. Kraftstofffilter haben wir keinen. Bremskraftverstärker. Na gut, ein Vorteil sind schon mal besser als nichts. Kurz, dann, kurz nachschauen. Knapp 6.000 schon. Mit dem kompletten reparierten Motorblock wäre das natürlich noch weitaus mehr, aber soll halt nicht. Ja, das andere Teil von der Aufhängung vorne ist kaputt. So eine Kacke. Ja, und gewisse Teile, sowas wie Raten auf dem Deckel, kann man einfach nicht reparieren. Aber bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ich soll doch den Mod nehmen, mit dem man alles reparieren kann. Nein, das habe ich in der ersten Session schon mal gesagt. Der kommt mir nicht ins Haus. Wartet mal, ich muss doch mal was nachschauen. Hatten wir nicht doch ein Teil gehabt? Ersatzteile gebracht. Ne, nicht repariert. Wobei, ich guck mal kurz. Aber unter den Gebrauchten hatten wir doch, glaube ich. Nein. Wohl doch. Ein Stoßdämpfer vor der Achse McPherson. Federunterlage für Federhinterachse? Nein. Für die Hinterachse. Aufhängung. Für die Hinterachse haben wir. Okay, das sind doch dieselben. Ein mit 31. Wir müssen mal filtern. Unterlage. Ach, die wir haben, die ist eh schlechter. Also war's das. Aber dann gucken wir mal. Das ist das Schlimmste von allen. Können wir hier nicht doch was ersetzen? Ja, einen etwas besseren Stoßdämpfer, immerhin. Minimale Reparatur. Aber so wie in vielen Rollenspielen die Ausrüstung langsam perfektioniert wird, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe viele Stunden Diablo 3 gespielt. So lange wird es auch hier dauern und man braucht auch Geduld, bis wirklich alle Teile den entsprechenden Zustand haben. Was fehlt denn noch hier an der. Ach ja, die komplette Aufhängung. Deshalb kann ich den Reifen nicht montieren. So, jetzt kommen hier drüben also die ganzen kaputten Teile. Halt, ein Hitzeschutzblech, Dreilochscheibenbremse, Vorderachse. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Repariert. Ich dachte, wir hätten was, aber nee. Dann doch nicht.
Ja, das Problem ist aber, man nimmt meistens für die Seite, die man zuerst bearbeitet, auch wirklich die Teile, die die besten Zustände haben. Das heißt, in der Theorie sollte unser Wagen jetzt eigentlich einen ziemlichen Linksdrall kriegen. Ölfilter für ein V8 haben wir eh nicht. ABS Steuergerät, das aber haben wir. Ja, einige Ladezeiten müssen wir für das Lager jetzt in Kauf nehmen. Hat man doch nichts. Ach, wir hatten nur das Hydrogerät, Mann. Ich dunsel. Können wir nicht installieren, können wir nicht installieren. Zack. Ach. Und hinten genauso, da ist auch jedes zweite Teil kaputt gegangen. Zufall? Ich glaube nicht. Oh Gott, die Bremsen hinten sind komplett durch. Stoßdämpfer, Hinterachse, Einrohr, Gasdruck. Ja, noch mal kurz ins Lager, wir hatten da doch was. Gebrauchte Teile. Nee. Außerdem war das, was wir im Lager hatten, ein Zweirohr-Stoßdämpfer, nicht ein Einrohr. Querlenker oben. Können wir noch nicht, können wir noch nicht, können wir noch nicht. Oh, theoretisch die Räder. Ja, Mann. So. Ach man, nur eine Felge haben wir reparieren dürfen. Ja, aber immerhin. So, dann kommt die Felge auch noch auf das Wuchtgerät. In der Zeit, wo eine Felge bzw. ein Rad ausgewuchtet wird, können wir zwei komplette hier zusammenbauen. Das ist aber auch ein bisschen. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Der Wert liegt bei 8200. Wir haben ihn für knapp 10.000 gekauft gehabt. Das heißt, wir haben jetzt schon gute Chancen für einen Gewinn. Aber erstmal alles zusammensetzen, weil einige kaputte Teile sind hier doch noch mit dabei. Und die werden den Wert doch ein bisschen drücken. Wobei bei der Karosserie haben wir doch garantiert ein, zwei Sachen reparieren können. So, was fehlt jetzt noch? Okay. Stoßdämpfer. Da fehlt da drüben auch noch, den können wir trotzdem noch anbringen. An solchen Gummilagerbuchsen, das wird uns später noch einiges kosten, ein paar gute von denen zu finden. Koppelstange. Jetzt. Irgendwie, wie gesagt, leckt es bei den Schrauben teilweise. So, damit wären wir hier fertig. Wir müssen den Wagen mal kurz anheben. Kurbelwelle rein, Lenkgetriebe, Spurstangen und jetzt den ganzen Rest auf der Seite. Ja, komm, fangen wir hier auf der Seite an, damit sich der Zustand ein bisschen kompensiert, dass der Linksdrall ein bisschen ausgeglichen wird.
Ja, die Spurstangenköpfe sehen auch eigentlich ganz gut aus. Aber was ich gleich mal mache, wenn ich die Reifen hier im Inventar habe. Nein. Ja. Mal kurz gucken. Hatten wir einen Generator im Inventar? Sieht mir nämlich nicht so aus. Oh ja, die ganzen Kolbenringe, das dürfte uns auch noch viel Zeit kosten, da ordentlich was zu finden. Reparierte Ersatzteile, den Generator ziehen wir uns einmal. Vom Rest brauchen wir eigentlich nichts, oder? Querlenker Typ A und nee, die hinten haben wir reparieren können. Querlenker Vorderachse unten Typ A, das andere war glaube ich einer für oben. Ab zum Getriebe. Aber hier konnten wir die Scheibe dort reparieren. Oh ja, das komplette Getriebegehäuse. Das ist ordentlich was wert jetzt. Ein Anlasser für einen V8. Eieiei. Ich glaube, wir hatten nur normale Anlasser im Inventar bzw. im Lager. Ja, das ist nur normaler. Boah, Mann. Da haben wir noch einen speziellen V8-Anlasser. Ich krieg die Krise. Na, immerhin Gott, wir den Hinterachsträger reparieren. Alle Gummilagerbuchsen rein. Der Kraftstofftank, der kann natürlich nicht repariert werden. Den wundert es auch. Das würde zu viel Risiko bedeuten, den zu reparieren. Wenn man versucht, dort ein Loch zu flicken, holt man sich doch lieber einen neuen, bevor beim Reparieren das Loch wieder aufgeht und man den ganzen Treibstoff, das ganze Benzin verliert unterwegs. Ui, beide Unterlagen konnten wir reparieren. Ja, die Federn sind jetzt nicht so das Beste. Fehlt noch was auf der Seite hier? Yep. Halt. Hinterachse lang. Mann. Orientierung, wo bist du? Ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn ich das Montieren wieder verlasse, bin ich kurzzeitig disorientiert. Ja. Wir haben sogar noch eine lange reparierte. Das hat sich schon ausgezahlt, dass wir die nicht verkauft haben damals. So, auf der Seite brauchen wir noch die Gummilagerbuchse. Die Querlenker. Den haben wir da auch schon drinnen. Jetzt kommt nur das Lenkgetriebe bzw. die Kardanwelle. Ich glaube, die heißt auch von Fahrzeug zu Fahrzeug bzw. von Mod zu Mod unterschiedlich. Bzw. Getriebewelle, Kardanwelle, je nachdem. Und dann schauen wir mal, für den Motor haben wir noch ein bisschen was. Den können wir ja verkaufen, der ist ja komplett hinüber. Okay. Ja, stimmt ja. Da fehlt doch noch was. Nämlich die linke Feder von der Hinterachse. Jetzt aber. Oh Gott, ich sehe mit der Zeit für die Folge sind wir schon wieder weitaus drüber. So, dann würde ich sagen, gibt es zwei Folgen bezüglich der Demontage, Reparatur und Montage der BMW-Teile. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen, trotz wieder etwas Überlänge. Lasst ein Like und einen Kommentar
da und macht's gut. Ciao.